Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben am Brett Karo Kahn und ich zeige euch heute mal eine Live-Anwendung von einer ziemlich guten Trick-Variante, die ich gespielt habe, bis ich ungefähr 2000 hatte, nämlich hier Springer E5. Also erstmal hier C6, wir spielen nicht den typischen Zug D4, zwischen Springer F3, um nach D5 Springer E5 zu spielen. So, das hier ist, wie ihr euch denken könnt, nicht der Weg, um gegen Karo Kahn mit Sicherheit eine gute Stellung zu, also eine bessere Stellung zu kriegen, sondern wir haben im Prinzip einen Abtausch Karo Kahn, wo wir schnell Springer E5 gespielt haben. Kurz anzumerken, F6 verliert direkt wegen Dame H5 Schach und auf G6 Springer schlägt G6. Die Varianten mit Läufer F5 hier sind alle sehr, sehr schlecht, weil man kann nicht E6 spielen. Können wir gleich danach kurz analysieren. Aber diese Stellung hier ist objektiv ausgeglichen. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, wie man diese Variante spielt. Das ist ganz alt in den Anfangstagen von Schachmatt TV. Und wir sind hier eigentlich in der absoluten Hauptvariante. Also hier wichtig, wir provozieren mit Läufer B5. Der Läufer will eigentlich nach D3. Provozieren wir Läufer D7 und dann tauschen wir den Läufer ab, haben das Läuferpaar und spielen C3. Und in was für einer Struktur sind wir hier? Ganz wichtige Frage. Karlsbader Struktur, super. Dazu habe ich eine eigene Serie gemacht, schaut euch die mal an, 3 Videos. Ist wirklich extrem wichtig, aus super vielen Eröffnungen kommt man da rein. Und dieser Struktur hier gibt es eine Sache, die Weiß will und eine Sache, die Schwarz will. Schwarz will hier am Damenflügel spielen, Minoritätsangriff, und Weiß will im Prinzip am Königsflügel matt setzen. So leicht kann man das eigentlich ausdrücken. Solche Stellungen hatte ich ziemlich oft am Brett. Läufer F4, okay, das ist ein Zug, den habe ich noch nie gesehen. Der sieht auch nicht schön aus. Das ist, also ich weiß nicht genau, warum Schwarz sich hier die Zeit nimmt, um unbedingt seinen guten Läufer gegen unseren eher schlechten Läufer zu tauschen. Wollen wir eins einfach nochmal weiterentwickeln. Und Rochade. Okay. Also sieht verdächtig aus. Große Frage, wie man hier jetzt spielt. Also tendenziell, ich hoffe, ihr habt ja die wichtigen Schritte gesehen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, sorry, falls es euch langweilt, weil ihr es schon mal jetzt gerade gesehen habt, aber ich habe mir das Läuferpaar genommen. Dann habe ich C3 gespielt, um mir alles abzudecken, um auch mit dem Läufer nach D3 zu können. Und im nächsten Schritt habe ich rochiert, bin mit dem Läufer auf sein Lieblingsfeld, D3, Richtung gegnerischen König und habe den Springer direkt von D2 nach F3 gebracht. Da will er hin und später will er mal nach E5. So, das ist im Prinzip alles, was passiert ist. Dann hat der Gegner das Komische mit Läufer F4 gespielt. Klassisch in der Stellung ist wirklich der Anfang des Minoritätsangriffs. Oder erstmal rochieren, dann den Turm rüber und Minoritätsangriff. Und jetzt sind wir hier. Rochade. Ich überlege hier gerade über Läufer schlägt F4, Dame schlägt F4 und Springer E5. Das finde ich, sieht ziemlich natürlich aus. Ich weiß noch nicht genau, was passiert nach Springer schlägt, Bauer schlägt und Springer G4. Wahrscheinlich Dame E2 und H3. Also das sieht in Ordnung aus. Ich frage mich nur, was ich mit diesem Läufer mache. Also am liebsten würde ich natürlich, dass er selbst schlägt. Dann schlage ich zurück. Klassiker wäre hier auch Dame E2. Ich glaube, den Dame E2 spiele ich mal direkt. Einfach um das Feld E5 zu stärken. Da will nicht mal ein Springer rein. Und diese Stellung hier ist nicht angenehm für Schwarz, kann ich euch sagen. Also er hat hier Minoritätsangriff auf jeden Fall. Aber das war's. Also mehr hat Schwarz hier wahrscheinlich nicht. Ich schieße Springer E5, bin bereit, hier Figuren zu tauschen. Also ihr könnt sich hier zwei Figuren tauschen. Aber am Ende, wenn er auf E5 nimmt, steht mein Bauer auf E5. Und dadurch, dass mein Bauer auf E5 steht, muss der Springer weg. Und wenn der Springer weg muss, wird das Feld H7 schwach. Und ich kann hier Dame H5, Turm E3, Turm H3 spielen. Und das ist der Traum jedes Karlsbader Angriffs. Deswegen glaube ich nicht, dass hier Springer schlägt E5 ein guter Zug ist. Und das ist jetzt eigentlich so eine klassische Stellung. Also ich würde sagen, ein bisschen verbessert für Weiß. Aber deswegen merkt ihr jetzt wahrscheinlich, warum Schwarz hier am Damenflügel spielt und ich am Königsflügel, weil ich habe die E-Linie, über die ich mit Figuren rüberkomme zum König, und mein Gegner halt die halboffene C-Linie, wo man dann vielleicht auf die Schwäche spielen kann, die man mit B4 auf C3 schafft.
Okay. Turm C8. Was wir nicht machen wollen, ist den hier zu tauschen. Hier fällt mir eigentlich direkt G4 ein. Das sieht ziemlich logisch aus mit G5. Den Springer vertreiben auf G4, bleibt fast noch H6, dann spielen wir H4. Und G4 sieht natürlich total komisch aus, wenn man diese Strukturen nicht kennt. Aber uns passiert hier am König nichts, weil eben alles hier so geschlossen ist. Das ist nicht gut. Warum sollte Schwarz sowas tun? Sorry, ich bin schockiert, weil ich nehme. Also, das hört sich jetzt zu arrogant an, aber also, das sollte euch auch wahrscheinlich auch wundern, weil den Bauern nehmen, ich nehme zurück, kriege eine Figur gegen den Bauern und dafür, als Preis für dieses Opfer, tauscht er, weil Turm, also Dame gegen zwei Türme ist im Prinzip nicht viel mehr als ein Tausch und ich habe jetzt hier eigentlich eine glatte Figur mehr. Okay, er hat einen Bauern, aber jetzt habe ich halt eine Dame, spiele hier trotzdem G5, mache ganz normal weiter und er hat im Prinzip gerade eine Dame eingestellt, weil die zwei Türme bringen nicht viel. Ich sage euch eins, das ist nicht nur meine persönliche Sicht, das sieht die Engine genauso. Ja, das war, denke ich, ein Einsteller, aber wir sehen gleich, also ich glaube, hier ist es aus, weil wir haben G5 mit Dame H5. Und auf einen Springer und dann auf Dame H5, G6 können wir wahrscheinlich sogar opfern. H6 direkt, das wäre H4. Also H4 hätte ich sowieso vor. Und die Drohung von G5 ist wieder genauso stark. Jetzt natürlich nicht so stark wie mit einem Turm, weil mit einem Turm hätten wir am Ende auch noch auf die H-Linie gehen können. Aber diese Struktur hier ist nicht angenehm für Schwarz. Es ist aus. Wir haben einfach, wir sind hier mit Springer, Läufer und Dame auf einem Angriff gegen den König, der jetzt durch nichts mehr gedeckt ist. Springer E4 und in dieser Stellung geht es jetzt nur noch darum, den Angriff wirklich zu verwerten. Nehmen wir uns jetzt Zeit, das ist gut investierte Zeit, weil wenn wir jetzt herausfinden, wie die Stellung gewonnen ist, und ich glaube, hier gibt es mehrere Wege, wie die Stellung gewonnen ist, erleichtert uns das einfach alles und wir müssen kein Endspiel mehr ausspielen oder so. Also ich hoffe, ihr versteht, warum die Stellung so gewonnen ist, weil wir haben Dame und Läufer gegen zwei Türme. Allein, also gegen zwei Türme und einen Bauern. Der Bauer ist in der Stellung egal, weil es total dynamisch ist. Heißt, wir haben viel mehr Angriffskraft. Kandidatenzüge in dieser Stellung sind Tauschen, F3 und Dame H5. Jeder Zug hat eine Daseinsberechtigung. Tauschen macht Sinn. Wir haben mehr Material. Dieses Endspiel ist gewonnen. Das kann ich euch sagen. Das ist aber ein langsamer Weg und vielleicht gibt es einen schnelleren. Also wenn wir gewinnen jetzt hier nochmal einen Bauern und das Endspiel ist auch mit G6 gewonnen. Also das ist ein super simpler Sieg und wenn das andere nicht klar gewinnt, müssen wir das machen, weil wir wollen kein Risiko eingehen. So, das so viel zu dem Zugläufer E4. Erstmal den Schlagzug. Jetzt gibt es aber noch zwei Drohzüge. Erstens F3. Der droht, den Springer zu nehmen. Der Springer hat nicht viele gute Felder, außer diesen Bauern zu schlagen. Und auf das Bauern schlagen sehe ich gerade nicht, wie es weitergeht. Heißt, den Zug können wir verwerfen. Und der letzte Drohzug ist Dame H5. Der droht, Dame schlägt F7. Und droht vielleicht auch G6. Also, was passiert auf Dame H5? Auf Dame H5 drohen wir übrigens auch den Zug F3 ziemlich brutal. Und ich glaube, auf Dame H5 gibt es nicht viel. Zum Beispiel G6. Nehmen wir raus, Bauer schlägt, Schach und der Bauer läuft und das sieht auch gewonnen aus. Also ich spiele jetzt hier Dame H5, ist ein bisschen Risiko im Vergleich zu dem einfachen Tauschen, mal schauen, was die Engine bevorzugt, aber unsere Drohung ist, Dame schlägt F7 und also G6 ist relativ logisch, sonst könnte man vielleicht mit Turm C7 verteidigen, aber ich glaube dann F3 und Dame H7 reicht auch. Also wir versuchen einfach jetzt möglichst mit unseren Figuren den Angriff zu verstärken. Und F3 ist besonders schön, weil Turm C2 halt nicht funktioniert, weil da ist der Läufer drauf. Und solche Verläufe hatte ich schon öfter. Und selbst wenn der Gegner hier in dieser Stellung nicht die Dame geopfert hätte, ist die Stellung nicht leicht, weil wir drohen hier G5 mit denselben Ideen, Dame H5. Und hier kann der Springer nicht mal dazwischen, weil wir so oft drauf sind. Und
Also ich glaube, Läufer F4 war einfach, hat schon zu viel Zeit verschwendet. Aber glaubt mir eins, in der Karlsbader Struktur macht es schon ziemlich Spaß, die Seite zu haben, die halboffene E-Linie hat. Die kriegt man zum Beispiel auch aus dem Londoner System, wenn man Londoner System spielt, in der Abtauschvariante. Oder wenn ihr abgelehntes Damengambit spielt, kriegt ihr auch die halboffene E-Linie. Und dann kann man hier perfekt mit Figuren reinkommen. Also, okay, Gegner hat gezogen, nämlich G6. Okay, und ich glaube, hier muss ich nicht viel drüber nachdenken. Ich nehme den einfach raus. Okay, wir können kurz schauen, ob es was Simpleres gibt. Aber das ist simpel genug. Dame H6 gewinnt, glaube ich, nicht auch ziemlich einfach. Weil nach Dame H6 schlagen wir dann später auf F7. Nee, aber ich nehme raus, das sieht ziemlich logisch aus. Bauer schlägt Schach. Und ja, also jetzt haben wir erstmal, wir haben jetzt einen Bauern mehr und können auch jederzeit noch einen holen. Zwei sogar. Und zum Beispiel tauschen. Bauer schlägt Schach. Der König zieht entweder hier oder dahin, dann gehen wir nochmal Schach. Und am Ende laufen wir, glaube ich, mit dem Bauern. Also hier bin ich jetzt sogar so frech und tausche sogar noch meinen Läufer ab, obwohl wir den auch perfekt hätten zum Mattsetzen benutzen können. Ja, okay, vielleicht habe ich das nicht perfekt gespielt, aber es reicht, glaube ich, weil Schach. Jetzt muss man mal schauen auf König G8, ob man nicht direkt G7 spielt. Rot matt lässt sich im Prinzip nicht so leicht verhindern. Okay. G6, Turm F8, Schach, hier, Schach, zurück und matt. G6, Turm F8, Schach. Also das ist noch nicht matt, aber mit G6 kriegen wir es immerhin zustande, dass sich wahrscheinlich, also wenn er Turm F8 spielt, sind die Türme getrennt voneinander und dann kann man vielleicht einen gewinnen und wenn hier irgendein Turm nach C7 sich stellt, dann haben wir den Bauern immerhin ein Feld vorgezogen und schlagen mit Schach und schlagen nochmal und haben dann zwei Freibauern, mit denen wir wahrscheinlich auch gewinnen. Turm C7, Schach, ja, wir haben drei Freibauern. Schlagen und jetzt haben wir Dame und drei Bauern gegen zwei Türme und das sollte auf jeden Fall reichen. Wir können auch die hier verlieren. Wir sind schnell genug, entweder mit dem hier oder meine bevorzugte Wahl hier mit dem F-Bauern, damit nach F4 und dann hat man sicherlich viele Taktiken. Okay, Turm C6, der ist interessant, weil er droht jetzt diesen Bauern hier zu gewinnen. Und wir können nicht viel dagegen tun. Laufen, Schach, hier, Schach, da. Nee, dann verlieren wir die Dame. Okay, ist nicht so leicht. Vielleicht hätte ich wirklich einen simpleren Gewinnweg wählen müssen. Aber hier ist es auch eine gewonnene Stellung. Schach. Wir geben den Bauern. Laufen dafür mit dem. Und du musst aufpassen, weil mit der Dame ist es so, wir können all unsere Bauern nur einmal decken, aber der Gegner kann sie mit zwei Türmen doppelt angreifen. Und das heißt, alle Bauern sind tendenziell relativ schwach, aber wir haben halt auch enormes Angriffspotenzial hier. F4, Dame G5. Okay, ich geb zu, ich bin ziemlich unzufrieden mit der Leistung in dieser Partie, weil wir haben im Prinzip ohne großes, also es war, hier war nicht viel Können dabei. Das war einfach, das waren Standardpläne in der Karlsbader Struktur. Diese Stellung ist total gewonnen. Und hier muss man nicht. Also wir hätten hier einfach tauschen können. Und mit dem Springer dann haben wir einfach noch einen Springer mehr gegen den König und spielen auch G6. Und ich habe ja hier nochmal den Springer geopfert für ein paar Bauern. Und ja, die Stellung ist auch gewonnen, aber es ist ziemlich, ziemlich nervig jetzt, dass es so gekommen ist. Okay, Turm C2. Laufen einfach weiter. Und also, wenn er den Bauern aufhalten will, denke ich, muss er die Türme trennen. Wenn er den Turm D1 spielt, gibt es einen Schach. Turm D1, Schach und der Turm ist weg. Wenn er Turm D2 spielt, glaube ich, dass wir so oft Schach geben können, bis wir auf ein Schachfeld kommen, wo wir Turm und König angreifen. Und das heißt, so ein Freibauer ist total nervig, wenn der Gegner zwei Türme hat, weil er will die Bauern nicht trennen. Zum Beispiel, er spielt Turm C8.
Wir laufen wieder, er geht hier hin und dann gebe ich wieder so lange Schach, bis ich den Turm gewinne. Zumindest in der Theorie. Oder man müsste, man könnte auch nach Turm C8, Bauer läuft, Turm geht davor, können wir auch Dame E7 spielen, der Turm ist direkt weg. Und unser König hier ist relativ sicher. Und ich glaube, jetzt kann Schwarz aufgeben. Aber hier die Stellung, ich weiß nicht genau, wie man am besten spielt, ist nicht leicht. So Freibauern sind einfach brutal. Und ja, Dame und zwei Bauern ist viel, vor allen Dingen Dame und zwei Freibauern. Aber trotzdem, wir schauen uns gleich das an und ich gebe auch nochmal einen kurzen Überblick zu dieser Eröffnung. Aber schaut euch einfach, ich habe ein Video dazu gemacht, das sich nur um diese Springer E5 Karokan gedreht hat. Wenn ihr euch das anschaut, dürft ihr euch das ziemlich viel bringen. Ist ganz am Anfang auch in der Weiß-Repertoire-Serie. Da habe ich eigentlich für alle Eröffnungen eine ganz coole Variante, mit der man gut tricksen kann. Und D6. Hier ist, also versucht euch mal in Schwarz hineinzuversetzen. Schwarz muss hier was tun, weil in zwei Zügen habe ich eine neue Dame. Und mit dem König geht's nicht. Da ist die Dame im Weg. Okay, und der hier, das ist der einzige Zug, der reell eine Chance bietet, irgendwas aufzuhalten. Und jetzt müssen wir hier mal konzentriert überlegen. Wir müssen es schaffen, dass wir Schach geben und dabei diesen Turm angreifen. Felder, also ich gebe erstmal hier einen Schach. Grund dafür ist, wenn er jetzt auf diese F-Linie geht, dann ist der Turm weg, wegen Turm F4. Okay, das war ein richtiges Feld. König G7. Wo wollen wir Schach geben? Auf G5. Okay, wir geben hier Schach. Der König kann wieder nicht auf die F-Linie gehen, weil wenn er auf die F-Linie geht, gibt es einen Schach und der Turm ist weg. Heißt, er muss jetzt schon auf die H-Linie. Okay, und das ist aus. Wegen Schach, er muss wieder auf die G-Linie und nach Dame G5 ist der Turm weg. Also, ihr versteht, okay, jetzt hat er aufgegeben, weil er muss hier auf die G-Linie und in jedem Fall, wenn er auf die G-Linie geht, ist der Turm weg. Heißt, hier ist es schon hoffnungslos. Okay, also, aber hier in der Stellung kann man wirklich nichts machen, weil der Bauer. Okay, wenn die Engine jetzt sagt, Schwarz gewinnt, dann muss ich irgendwas Cooles machen, aber warte mal kurz. So, ja, weil keine Chance gegen den Bauern. Er muss die Türme trennen und was sagt die Engine? Turm C4. Schach, König zieht. Warum kann man nicht laufen? Doch, kann man auch. Turm D1 und jetzt sind die Türme wieder getrennt. Wir geben zum Beispiel Schach, der König zieht und der Bauer ist durch. Ja, genau. Also man kriegt den Bauern sicher durch. Jetzt schauen wir uns mal diese Öffnung an, weil die ist ziemlich interessant. Springer E5, D4. Hier spielen viele Läufer F5 in so einer Stellung. Oder hier schon. Läufer F5, weil das ist eigentlich Karo-Kahn-Spieler. Haben am Anfang gesagt bekommen, oder zumindest wenn sie es nur auf einem niedrigeren Niveau spielen, dass man einfach den Läufer rausschaut aus der Bauernkette und zumacht. Das sage ich meinen Schülern auch zu slawisch. Aber hier gibt es eben die coole Variante, zum Beispiel Dame F3. Und wenn er jetzt die Kette wirklich zumachen sollte, Läufer B5 und Ende. Weil, egal was dazwischen geht, wir nehmen es raus. Auch hier ist weg, der Springer noch drauf ist. Und auf König E7 vielleicht einfach ein ganz ruhiges D4, der König steht super schlecht und die Stellung ist gewonnen. Okay, aber er spielt die beste Variante, genau das hier ist die Hauptvariante, schlagen, schlagen. Und man hat hier zwar das Läuferpaar, aber das bringt jetzt nicht extrem viel in dieser Stellung. Läufer D3, Springer D2, Läufer D6, Springer F3. Das ist eine ziemlich häufige Variante, zumindest also genauso in der Art. Die Dame steht nicht immer auf C7, aber ich spiele einfach meinen Springer nach F3 und hier Läufer F4 halte ich für einfach ungenau, die Engine auch. Typisch wäre hier einfach Rochade. Und dann versuchen wir weiter unseren Angriff zu machen. Turm E1, Dame E2 und Springer E5. Und das ist ein bisschen wie Londoner System. Und ihr seht, Weiß hat hier schon leichten Vorteil. Läufer F4. Dame E2. Okay, man hätte auch nehmen können. Und dann G3, aber das wollte ich nicht unbedingt. Dann geht die Dame wieder nach C7. Also ihr seht, die Top-Line der Engine ist schlagen, schlagen, G3. Ah, jetzt war es gerade, ne, ist es immer noch G3. Die Dame geht zurück und A4. Also die Engine will jetzt gerade hier ein bisschen gegen den Minoritätsangriff spielen, bevor sie irgendwas macht. Das sieht auch sinnvoll aus. Dame E2, E5,
hier. Oh, das war nicht gut, das war überhaupt nicht gut. Schlagen, schlagen und A4. Das liebt die Engine. Verstehe ich. Wir drohen, den Bauern zu gewinnen. Sollte es geschlagen werden, gewinnen wir dann wahrscheinlich den hier. Und sollte der Bauer vorbeiziehen, was ich für kritisch halte, normalerweise hat man hier Springer E5 und irgendwie hängt der Springer und man zwingt ihn dazu zu nehmen und dann ist es meistens verloren wegen H7 oder zumindest schlecht. Hier. Und die Dame hat auch wenig Felder. Okay, das ist eine gute Variante, aber ist ein bisschen kompliziert. Hier geschlagen, geschlagen. Turm C8 und G4. Okay, das mag die Engine nicht. Die hätte H4 gespielt oder F4, aber nicht genau G4. Warum? Was hat sie gegen G4? Ah, Springer E5, Bauer schlägt E5, der Springer zieht und ich komme mit der Dame nicht nach H5, wo ich eigentlich hin will. Das ist ziemlich blöd. Und wenn ich jetzt versuche, Platz zu machen für die Dame, das hier sieht total komisch aus. Springer C5. Und jetzt muss ich den Läufer wieder ziehen und dann irgendwie G6 und der schafft es, die Stellung zusammenzuhalten, weil der Bauer so blöd steht und man nicht richtig aufhebeln kann. Okay, Springer schlägt D4, hat mir einen riesen Gefallen getan. Ihr seht, das ist ein totaler Einsteller, deswegen war ich auch so überrascht. Aber alles andere ist hier nicht so leicht. Also wenn man jetzt hier nicht den Springer tauscht, zum Beispiel hier, ja, also meine Idee in der Stellung war ja nur, wenn er jetzt normal weitermacht, zum Beispiel hier B4, okay, Läufer A6 ist natürlich besonders gut. Sagen wir Turm B8. Da wollte ich eigentlich G5 spielen. Es scheint aber nicht so toll zu sein in der Stellung hier, die Idee mit G4. Also bitte streicht euch die aus dem Kopf. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, weil es einfach nicht gut war. Das ist auch keine klassische Idee in der Karlsbader Struktur. Ich dachte hier konkret, ich stelle dir einfach nach G5, aber besser wäre einfach die Stellung mit F4 zu stabilisieren und dann zum Beispiel mit den Figuren einfach so rüber zu kommen und jetzt danach G4, nachdem man F4 gespielt hat. Warum das? Zum Beispiel hier Springer A5, warum funktioniert jetzt G4 gut? Ach so, logisch, natürlich. Weil nachdem man F4 gespielt hat, Entschuldigung, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich will euch hier auch wirklich nur Zeug sagen, das ich auch weiß und in mir nichts irgendwie, da lasse ich lieber eine Pause entstehen und verstehe den Zusammenhang erstmal. Mit F4 versucht man, falls der Springer schlägt, einfach mit dem F-Bauern zu nehmen. Da hat man eine super Stellung, weil schaut euch mal die schöne Bauernkette an, auf einmal ist die F-Linie frei und das ist schon eine ganz andere Sache. Und deswegen spielt man erst F4 und danach macht das alles Sinn, weil in meiner Variante mit G4 ist das Schlagen sehr stark, weil ich kann nicht mit dem F-Bauern nehmen. Okay, Springer D4, das war dann wirklich aus, weil mit der Dame hier. Wir schauen mal, wie es am besten geht. 6, H4, D5, besser Zug, schlagen, schlagen. Bis hierhin war es logisch. Und hier würde die Engine auch schlagen. Läufer schlägt E4, D schlägt E4 und die Stellung hier ist halt kaputt, weil die Türme können nichts tun. Und hier habe ich im Vergleich zu meiner Variante noch einen Springer und spiele zum Beispiel G6 und Dame H4. Okay, Dame H5 direkt, ist aber auch in Ordnung. Hier das Opfer passt sogar. Schlagen, schlagen. Ja, diese Stellung, die hier entsteht, auch mit Läufer schlägt, ist auch einfach gewonnen. Wir haben das in der Partie gesehen. Okay, es war nicht ganz genau von mir gespielt, muss man auch ehrlich sagen. Besser wäre es gewesen, hier in dieser Stellung nach König G7 direkt zu laufen. Macht Sinn, nach dem, was wir gerade gesehen haben. Ist einfach schneller, wo wir auch noch den Bauern haben. Aber auch in dieser Variante nach König G6 war es dann gewonnen. Hier wäre noch besser gewesen, Turm F6. Zum Beispiel F4. Man droht wieder Dame G5 und hat auch noch die Bauern. Aber hier spielt Schwarz weiter. Es war nicht perfekt verwertet. Ja, war, denke ich, eine ziemlich lehrreiche Partie für euch. Nochmal eine gute Vertiefung zur Karlsbader Struktur. Eigentlich direkter Angriffsplan, perfekt umgesetzt. Und seid so gut, lasst ein Abo da, liked das Video. Schön, dass ihr hier seid. Macht's gut. Ciao.